Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute gibt es wieder einen Haul für euch. Ja genau, ein Haul. Ich traue es mich wirklich absolut gar nicht mehr zu sagen, aber ich muss kurz ausschwenken. Wir waren ein Wochenende in Stettin, mein Mann und ich, und da gab es Sephora und natürlich ist man reingegangen. Weil bei uns in der Region gibt es halt keins. Und ja, wir sind fündig geworden. Ich habe eine ganze dicke Tüte gefüllt mit Sephora-Produkten. Allerdings sind zwei Produkte drin, die wir nicht bei Sephora gekauft haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Als allererstes kam eine neue Bürste mit. Und zwar der Tangle Angel. So schaut der in der Verpackung aus. Wir fanden den beide so ansprechend, dass wir ihn mitnehmen mussten. Und so schaut er aus. Er ist so, so schön. Er ist ultra weich, richtig schön vom Material. Dieses Rosa, was so changiert, richtig schön. Von der Form ist er halt so wie so ein Herz aufgebaut. Mal ein paar außenstehende Noppen, ein paar liegen mehr nach innen. Und er lässt... Er liegt richtig, richtig gut in der Hand. Ich bürste mal durch. Funktioniert richtig gut. Ist sehr angenehm. Ist nicht hart und ist nicht zu weich. Fühlt sich super angenehm auf der Kopfhaut und im Haar an. Als nächstes, was auch nicht aus Sephora ist, ist von Wet n Wild, was ich schon länger mal ausprobieren wollte. Der Primer von Wet n Wild. Kann ich noch nichts zu sagen. Habe ich noch nicht getestet. Riecht nach nichts. Von daher, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Hier sind drin 25 Milliliter Inhalt. Soll die Poren verfeinern. Linien ausbessern. Das Make-up halt länger haltbar machen. Dafür ist ja ein Primer bekanntlich da. Ich werde ihn ausprobieren und ich werde es euch berichten. Fangen wir aber an mit der Sephora-Ausbeute, die wir gemacht haben. Und zwar habe ich als allererstes hier so eine super schöne Verpackung von Sephora. Hier ist es auch nochmal gelabelt. Die ist so mit so einem Magnetverschluss. Kann man hier so ganz einfach auf und zu machen. Die habe ich mir einfach mitgenommen, so als Deko. Ich fand das Packaging wirklich schön, was ich mir dann hier irgendwo hinstelle. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sind auch schon ein paar Produkte drin, die hier reingepasst haben. Und ich würde sagen, los geht's. Als allererstes haben wir von der Sephora Eigenmarke eine Color Correct Palette. Verpackung ganz schlicht schwarz mit einem silbernen Schriftzug. Sieht sehr, sehr edel aus und sehr, sehr hochwertig. Sieht sie dann so aus. Hier haben wir grün, lila, so ein Aprikot und ein dunkleres Aprikot. Die zwei Töne brauche ich ja für meine Augenränder immer. Die werden als erstes, denke ich mal, leer gehen. Grün geht auch immer ganz gut so um die Nase. Lila benutze ich nicht so oft, aber der Rest der Palette auf jeden Fall. Hier sind drin 4 x 1,76 Gramm. Als nächstes habe ich bei Kat Von D zugeschlagen. Und zwar habe ich mir einmal den Locket Concealer von Kat Von D mitgenommen in Medium 21. So schaut der aus. Ich brauche zu der Verpackung, glaube ich, nichts zu sagen. Also Kat Von D, Verpackung einfach ultimativ. Sogar Eugen hat die Verpackung umgehauen von Kat Von D, weil die Verpackungen einfach so, so schön sind. Ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, aber irgendwann war dann der Beutel doch leer. Noch was von Kat Von D, was ich schon ewig testen wollte, aber man kommt ja so schlecht irgendwie an Kat Von D Produkte ran. Und zwar die Hourlasting Liquid Lipsticks von Kat Von D. Da habe ich mir jetzt so eine Achterpackung mit so kleineren Lipsticks mitgenommen. Ich fand die Farben relativ schön. Es gibt so ein, zwei, die mich nicht so umhauen, so dieses dunkelbraun. Und dieses mittlere Braun, das sind jetzt nicht so meine Favoriten, aber alle anderen finde ich so, so schön, dass ich gesagt habe, okay, egal auf diese zwei, die mich jetzt nicht so flashen, die anderen haben einfach für sich gesprochen und deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich werde euch mal zwei Farben swatchen. Hier haben wir einmal den dunkelsten Ton
und einmal den hellsten Ton von den 8 Lipsticks. Und sie sind so schön. Sie trocknen wirklich matt. Sie riechen eigentlich sehr neutral. Und die Farben sind so schön deckend und ja, gefällt mir einfach richtig gut. Ich freue mich, endlich sie benutzen zu dürfen. Sie lagen jetzt hier schon so 2-3 Tage rum, weil ich es nicht geschafft habe, es abzudrehen. Und ich wollte sie unbedingt benutzen und habe es jetzt immer noch nicht getan. Und jetzt kommen sie endlich in den Einsatz. Ich freue mich riesig, weil sie einfach wunderschön sind. Wir auch gleich weiter mit Kat Von D. Und ich glaube, jeder kennt sie von euch. Die Alchemist Highlighter Palette. Wunderschönes Packaging mit dem riesengroßen A gelabelt. Sie ist so, so schön und die Töne sind so hervorragend pigmentiert. Schaut sie übrigens aus, wenn sie aus der Verpackung draußen ist, mit diesem hervorstechenden A. Einfach wunderschön. 4 Highlighter-Töne drin. Die swatche ich euch, aber zuerst schauen wir uns jetzt die Lipsticks mal an, weil die sind jetzt trocken und die sind wirklich trocken. Also da könnt ihr rubbeln und reiben wie die Weltmeister. Da passiert absolut nichts. Wenn die trocken sind, sind die trocken und ja, einfach super schön. Hier könnt ihr die Swatches der Alchemist Palette sehen, den Green. Als nächstes haben wir den Blue Ultraviolet Pink. Richtig schöne Highlighter-Töne. Ich bin so verliebt. Sie sind wunderschön. Ja, ich glaube, die Töne sprechen für sich. Da braucht man nichts groß zu sagen. Wenn man die im Gesicht hat, ist man der Hingucker des Tages, würde ich behaupten. Sie gefallen mir so, so gut. Sie sind super pigmentiert, sind richtig schön butterig weich, lassen sich auch gut verblenden und gut auftragen. Hat Kat Von D super gemacht. Als nächstes habe ich eine Palette von Sephora hier drin und zwar heißt die Hello Lovely. Und das Packaging ist so süß. Ich finde das so, so niedlich. Mit dem Zwinkerauge und den Lippen einfach wunderschön. Hier sind 9 Lidschattenfarben in der Palette. Noch ein kleiner süßer Spruch. Just for you. Richtig niedlich. Und die Farben nummeriert von 1 bis 9. 4 matte und 5 mit Glitzerpartikeln drin. Farben gehen immer und dieses Blau, was hier zu sehen ist, Nummer 6, spricht mich so dolle an, dass ich froh bin, sie endlich benutzen zu können. Weil wie auch mit den Lipsticks, sie liegt einfach schon 2-3 Tage hier und möchte jetzt endlich auf mein Auge kommen und ich freue mich. Die Nummer 8 ist so ein Kupferton und die Nummer 6 sieht in der Palette blau aus, aber auf dem Handrücken ist es eher ein schwarz Anthrazit, was ganz, ganz minimal, da muss man schon genau hingucken, so blau glitzert, aber wirklich ganz minimal. Also ich würde eher so schwarzes anthrazitfarbenes, mattes Schwarz dazu sagen. Ja, egal. Nichtsdestotrotz gefällt es mir auch sehr gut. Das letzte Produkt in der Sephora-Box ist noch eine Palette und zwar eine Palette von Too Faced und die heißt einfach nur Love. Auch hier Packaging-Opfer schlechthin. Ich finde sie so ansprechend und so schön von dem von der Außenverpackung schon, dass wir sie unbedingt mitnehmen mussten. Aber auch ohne Verpackung sieht sie einfach wunderschön aus. Mit der Schleife, mit dem goldenen Herz, mit dem Love. Ich glaube, ich brauche da nichts zu sagen. Wenn man sie aufmacht, ist ein Stift drin. Perfect Eyes Waterproof Eyeliner. Ihr habt da die schwarze Spitze. Und auf der anderen Seite habt ihr so ein Gummischwämmchen, womit man dann später den Eyeliner versmoken kann. Sie ist unterteilt in 3 verschiedene Paletten, da wunderschöne Farben. Das Einzige, was an der Palette halt ist, es sind alles nur Schimmerfarben. Es ist keine matte Farbe dabei, so Transition-Farbe oder Crease-Farbe.
Es sind alles Schimmerfarben, aber egal, ich fand sie so, so schön, dass wir sie unbedingt mitnehmen mussten. Da sind sie, die Swatches. Einmal haben wir hier aus dem ersten Quadrat das Gold geswatcht. Als nächsten Ton haben wir Braun-Violett geswatcht und aus dem dritten Quadrat das wunderschöne Grün. Das ist so ein Frühlingston, der gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt habe ich noch ein optisches Highlight und zwar von Too Faced und Kat Von D eine Palette. So sieht dies verpackungsmäßig schon mal aus. Wunderschön. Und hier ist drin eine Lidschattenpalette, einmal von Kat Von D den Tattoo Liner und die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Eigentlich wollte ich mir nur die Better Than Sex Mascara kaufen, Single, allerdings in Waterproof, weil ich ja eigentlich wasserfeste Wimperntusche bevorzuge. Aber ich habe dann dieses Schmuckstück gesehen und habe gedacht, okay, ist egal, ob sie wasserfest ist oder nicht. Ich möchte einfach diese Verpackung haben und deswegen kam die mit. Wie schon gesagt, die Better Than Sex Mascara von Too Faced ist drin. Packaging 1A Mädchenpink, schön gelabelt. Das Bürstchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht, das ist so wie so eine 8 geformt. Es ist halt oben etwas breiter, dann geht es nach innen schmaler und wieder nach außen. Also so eine richtig schöne Frauensilhouette oder wie eine 8. Hier ist einmal der Tattoo-Liner von Kat Von D in Waterproof. Auch hier diese Optik alleine ist einfach ein Kauf wert mit den ganzen Rosenapplikationen, die hier so drauf sind. Und gemacht ist der wie so ein Filzstift. Er zieht wirklich schöne Linien aus der Verpackung, und zwar ist es einmal dieses Herz, eine pinke Seite, eine schwarze Seite, eine Too Faced Seite, eine Kat Von D Seite, und das Coole an der ist halt, man kann das Herz magnetisch auseinandernehmen und hat somit nur zwei Herzhälften, je nachdem, ob man vielleicht verreisen möchte und nur eine Herzseite mitnehmen möchte, dann braucht man nicht die komplette Palette mitnehmen. Aber es sieht einfach so, so schön aus. Fangen wir an mit der Too Faced Palettenseite. So schaut sie aus. 6 Lidschatten in Herzen eingefügt. Optisch schon mal ein absoluter Hingucker. Ich habe jetzt hier einmal Heart of Gold, Better Together. Also das ist so ein Grün-Gold-Ton und das andere ist ein braun-violetter Ton. Sehr, sehr schön, butterig weich, lässt sich super gut auftragen mit dem Finger, kann man wirklich absolut nicht meckern. Die Farben gefallen mir sehr gut. Und die Kat Von D Seite, die schaut so aus. Da sind die Lidschattenfarben rechteckig angeordnet. Swoon, dieses wunderschöne Rot. Oder Darling ist ein wunderschönes Silber. Auch die werde ich euch gleich mal swatchen. Die Palette hat mich sofort angesprochen und sofort inspiriert, Looks zu schminken, wo ich mich schon wirklich drauf freue. Bam! Guckt es euch an. Alter Verwalter. Das Rot. Leute. Oh mein Gott, ich muss mich schminken. Da fehlen mir die Worte, weil die Farbe gefällt mir so, so gut. Ja, so ein Rot habe ich auf jeden Fall noch nicht. Eugen lacht immer, wenn ich sage, die Farben habe ich noch nicht. Aber nein, sowas habe ich wirklich noch nicht. Der Hammer, also dieses Rot. Nein, es ist einfach phänomenal. Es gefällt mir so, so gut. Kommen wir schon zum letzten Produkt meines Hauls. Und zwar sind das von Sephora Nagellacke. 7 verschiedene Fläschchen. Also wir haben einmal einen Topcoat, damit die Farben noch länger halten. Ein weiß, ein weihnachtlicheres Rot, ein rotbraun, ein nude-rosa, ein so ein Matschton und ein Kupfer. Und die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Ich werde die heute Abend gleich mal testen. Schwarzer Deckel, kleines Fläschchen mit Sephora gelabelt. Einfach unfassbar schön. 5 Milliliter ist der Inhalt der Flasche. Und ich bin sehr gespannt, wie die halten. Ob die ein bisschen länger halten als so normale Drogerienagellacke. So, ihr Lieben, das war mein Sephora-Haul für euch. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier verlinke ich euch meinen Kanal. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt und es kostenlos tun möchtet, meine letzten 2 Videos verlinke ich euch einmal hier oben und einmal hier unten. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!